So, das ist aber leider ein Pokevent.com, das ist ein geklontes Cheat-Pokémon. Denke ich mal, ich habe Zaubertausch angemacht. Es ist zumindestens ein Pokémon, was wir noch nicht hatten. Werden wir nie benutzen, deswegen ist das völlig egal, ob es jetzt echt ist oder nicht echt ist. Find's schade, dass es mit diesen Cheat-Pokémon hier auch so ist. Habe ich dann irgendwann auch keine Lust mehr gehabt bei Schwert und Schild tatsächlich. Wir machen mal drei Stück und gucken einfach mal, was passiert. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir so ein exklusives Pokémon bekommen, vielleicht, was es ja nur in Indigo-blaue Scheibe gibt von Karmesin. Da gibt es ja auch drei Stück, glaube ich. Wäre natürlich cool, wenn man davon mal eins bekäme. Es ist aber ein Ditto, was wir kriegen. Ich habe ja gesagt, drei Stück machen wir. Und dann machen wir Quest weiter. Was ich schade finde, ist, was mir jetzt gerade auffällt, ist, da oben steht nicht, dass er zum Beispiel shiny ist. Dafür muss ich hier reingehen und sehe es immer noch nicht. Wo sieht man denn mittlerweile, dass der. Doch, da unten. Das ist ja krass. Ja, gut, bei ihm sieht man seine Farbe. Bei ihm auch, dass er den immer geschickt kriegt hat. Und der hier müsste auch shiny sein. Da sehe ich zum Beispiel überhaupt nichts. Doch da. Okay. Das ist natürlich dann die Frage der Frage. Ich habe jetzt zwei Pokémon von hier weggeschickt. Nicht, dass die dann auch wieder shiny waren. Naja, völlig wurscht jetzt. Habe ich jetzt eigentlich eins weggeschickt? Ich glaube nicht. Jetzt wollte ich ja drei machen. Eins, was mehr oder weniger irrelevant ist, du. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht gibt es ja was Schönes. Irgendwas, was man gebrauchen könnte. Von James. Wow, nee, wir machen ein viertes. Magnetilo gegen Magnetilo ist ja jetzt ein Witz, oder? Wir geben Magnetilo, wir bekommen Magnetilo. Das ist ja jetzt. Ich müsste mal die Boxen langsam tauschen und mal gucken, welche Shiny sich überhaupt habe hier auf diesem Spiel. Bei Pokémon Go habe ich heute einen zweiten Onix gefangen. Den würde ich tatsächlich auch noch hier auf Purpur hochladen. Wahrscheinlich zum zweiten DLC mal schauen. Epitaph. Habe ich halt schon, ne? Ich mag ihn aber. Wobei man jetzt sagen muss, wenn ich jetzt so einen Gengar hier kriegen würde, wäre ja auch ganz nice, weil ich den ja für den Eintrag bräuchte. Sonst müsste ich mir ja auch wieder über Home holen. So, jetzt aber machen wir eine Hauptmission weiter. Nebenmission. Wir wollen ja noch die Mission abgeben, die wir gestern gemacht haben. Flagman, Flagman. Wow, hat sich ja super gelohnt. Aber den Pokéball finde ich cool. Monforge.net. Jetzt
ist wieder so ein Cheat-Pokémon. Lashoking. Finde ich cool irgendwie. Andererseits, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Dinge nicht echt sind. Dann finde ich schon wieder, naja. Nee, ist halt so. Ja. Shiny Level 1 Lashoking. Hundertprozentig echt, natürlich. Ach, egal. Ist mir jetzt egal. Bevor ich jetzt noch mehr Klonkacke krieg. Ich werde es irgendwann nochmal offline versuchen, aber... Jetzt ist natürlich die Frage der Fragen. Was ist Hauptmission? Was ist da, wo ich jetzt eigentlich hin will? Ja, da fängt er an. Ich stehe vom falschen Haus. Oh. Nee, das ist das Richtige. Ach, das verwirrt mich. Du bist am Ziel angekommen und dann... Nee, ist jetzt egal. Muss ich jetzt nicht da reingehen? Hier war doch eben der Questmarker. Ich verstehe hier gar nichts mehr. Vielleicht hier oben drauf. Genau, der Hut tut's. Ja. Also. Gefährtenblatt, Pokédex. Nee, nicht Pokédex. Kann man die Mission manuell öffnen? Nee, kann man wahrscheinlich nicht. Ladevorgang. Hier sind also immer dieselben, okay. Ja. Vielleicht hier drinne, keine Ahnung. Wird dir nichts angezeigt. Im Prinzip ist mir wurscht, aber jetzt wird das Paldea angezeigt. Okay, cool. Und was jetzt? Möchtest du schlafen gehen? Nee, möchte ich nicht. Das nervt mich jetzt, aber... Dass nicht genau angezeigt wird, mit wem ich jetzt hier reden muss, um die Quest abzugeben. Das ist ja... Und jetzt dauert es ewig.
Ach, dann gehe ich jetzt erst darüber. Ist mir jetzt ganz echt zu blöd gerade hier. Und vor allem, ich will eine Quest bei ihr abgeben. Sie wird mir da unten angezeigt. Hier steht sie. Das kann es ja auch jetzt echt nicht sein, oder? Das kann es jetzt nicht sein. So, wurde gerade unterbrochen, sorry. Aber weißt du was? Du hältst ein Walschal. Du hältst Fukano. Das ist ja cool. Nisui Fukano. Wir sehen uns dann natürlich wieder. Dann möchte ich Hisui Fukano ins Team aufnehmen. Irgendwann möchte ich da gerne ein Akani draus machen. Marschak will. Hätte ich auch nehmen können. Das ist auch cool irgendwie. Ja, es gibt viele coole Pokémon mittlerweile, die man nehmen könnte. Wo ist denn jetzt das Fukano hin? Der letzte Platz. Ja. Ich glaube nicht, dass wir jetzt direkt wieder einen harten Kampf haben werden demnächst. Deswegen möchte ich natürlich auch das eine oder andere Pokémon wieder wechseln. Was Ursaluna? Nee. Er war zwar cool, aber jetzt so als Pokémon, mit dem ich kämpfen will, sehe ich ihn jetzt noch nicht. Da würde ich eher Darkrai sehen, obwohl der auch wieder natürlich erstmal leveln muss. Wer ist, waren jetzt auf der 1? Fiaro, ja, damit kann ich jetzt erstmal leben. So, aber was muss ich jetzt machen, um die Hauptmission weiterzumachen? Ja, ich hab... Kann man irgendwo die Mission nachlesen, mit wem man jetzt reden muss? Geht in jedem Spiel. Soll doch ein Standard sein.
Pokédex. Gibt es da irgendwas? Mit Y vielleicht? Nee, Y bringt mich zurück. Keine Mitteilung. Y. Hä? Ach, Y ist zurück, okay. Ruhe dich im Gemeindehaus aus. Okay. Also wir müssen uns ausruhen. Ob wir wollen oder nicht. Ist ja nicht so, dass wir uns draußen auch ausruhen können oder heilen lassen können. Schwachsinn. Hanna wartet. Aber die will immer kämpfen. Jetzt habe ich wieder natürlich ein Team, was nicht so geil ist zum Kämpfen. Warum wohnen die eigentlich alle hier hinten im Eck? Neubaugebiet. Ist mir die Einrichtung zerstört. Ich wette, er hat alles gehört. Schön, dass wir da oben schon waren. Also, irgend so ein Kristall. Ich hätte so gedacht, vielleicht haben wir ja das Kristallstück schon, aber es sieht nicht so aus. Was war das denn? Ach so, das waren zwei auf einmal. Ich dachte so gerade, was war das denn für ein Pokémon gerade? Ach so, ja. Warum mache ich es mir eigentlich so schwer? Jetzt muss ich erst hochklettern.
Wir fliegen jetzt einfach schnell hin. Da wir ja schon überall waren, müsste es jetzt relativ schnell gehen, weil man kann jetzt immer überall hinfliegen. Ja, Molly Mobber müsste ich theoretisch nicht entwickeln. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich mag es einfach, alles zu entwickeln, was ich sehe. Ja, der ist echt schön. Wieso ich? Ist doch schön, wenn du mal nass wirst. Nein, jetzt nicht noch irgendein Milotic. Ich habe gerade mein Team etwas geändert. Und es ist nicht mal so stark wie jetzt eben. Ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt wieder gleich ein besseres Team brauche und nochmal zurück muss. Weil ich verlieren werde. Aber ich vertraue der Kraft von Fiaro. Ciao. Hat mal Pepco ihm jetzt ernsthaft fast gewonshottet? Das bedeutet ja, dass Fiarus jetzt down macht. Ich hätte es fangen können, oder? Ich ärgere mich gerade. Ich ärgere mich gerade übelst. Kristallfragment. Ich bin nämlich unsicher, ob ich Barschwa habe. Eine Barschwa-Schuppe haben wir. Also ich sehe hier jetzt keinen Barsch, war nur mal so. Und auch nicht eingezeichnet. Nicht, dass das jetzt wieder so ein Pokémon ist, was man nur eben an dieser Stelle hätte kriegen können. Und ich sehe es schon kommen.
Und zurück. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Damit erstmal Hauptmission noch machen. Und halt Nebenmission jetzt, wie das Blutmond war geil. Wobei der echt übel war. Dim, 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 Mann. Ich will immer auf B springen. Was? Jetzt hat er einfach die Maske geklaut. Der Junge regt mich auf. Der Junge regt mich auf. Aufmerksamkeitsdefizit. Komm schon, Baby. Du Gas. Wir sind ja auch hier. Habe ich gegen die beiden VIPs eigentlich schon gekämpft? Ich habe es ja, glaube ich, in Arceus gesagt. Ich bin dreimal an denen vorbeigelaufen, habe einmal mit denen geredet und habe nicht gegen die VIPs gekämpft. Das ist unfassbar. Ja, zumindest kämpfen wir jetzt im Hellen gegen sie. Snobilikat! Und ciao. Kreideschrei. Wow, die kann ja gar nichts. Gut, damals hatte ich kein geiles Team, aber die kann ja nichts. VIP Onenia besiegt. So, also kämpft der Pöbel. Oh, die nerven mich. Ich habe über 1 Million, ich weiß gar nicht, was du von mir willst.
Wasserfall. Heißt das, wir sehen sie irgendwann wieder? Wenn man jetzt zu irgendeinem Wasserfall gehen würde, wären sie dann wieder da? Irgendwo war Quaxo, gell? Nee, du nicht. Dich muss ich aber auch noch entwickeln. Ich wusste nicht mehr, dass er noch eine Entwicklung hat. Ich bin hier zum Kämpfen. Scaraborn! Was? Eine Entwicklung. Die nehmen wir natürlich mit. Also wenn ich Entwicklung hier wild sehe, die würde ich gerne besiegen, weil die geben wenigstens ein bisschen EP. Jetzt diese Erststufen. No. Die lassen wir jetzt weg. Aber hier so 600 bis 1000, das schmeckt schon. Cool aus irgendwie. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, ich nehme an, das ist mal wieder ein Vulpix. Ja. Finde ich ein bisschen eintönig, dass hier immer nur Vulpix da ist. Würde ich mir wünschen, dass das mehr rotiert. Das wäre wahrscheinlich wieder Arbeit. Erstmal schön den Eistee am Kopfhörer kratzen. War jetzt nicht so geplant. Aber ich hatte nur eine Hand frei. Es reicht nicht? Achso, ja. Okay. Ich verstehe. Ist okay. Ist natürlich zum Fangen eigentlich perfekt. Man kann sie nicht besiegen. Sie gehen in den roten Bereich und dann kann man... Noctu. Würde ich gerne selbst entwickeln, bin ich ja schon mehr oder weniger dran. Schön für dich. Volumintas. Habe ich eigentlich den Rückkampf gegen dich mal? In der ersten Folge habe ich verloren, das weiß ich. Ja. Oha. Darf ich auch Nudeln haben? Nein. Kann ich das nochmal machen? Gibt es da noch eine zweite Stufe? Alleine. Ich dachte, die Stufen wurden jetzt erweitert. Hä? 5260 war jetzt mein Bestes. Ja.
Ja, ja, Level 1. Wo ist grün? Da. Ein grün, zwei dunkel. Ich habe blau nicht erwischt. Ich erwische die ganze Zeit grün. Du bist blau. Das dauert zu lange. Das dauert zu lange, Freunde. Da hinten wäre ganz viel grün gewesen und blau. Ich dachte, da liefert alles gleich ab. Guck mal, ich kann schon vorher losfahren. Blau und grün. Schon wieder fällt blau. Und schon wieder grün. So, ich muss schnell hoch. Level 3. Fehlt mir jetzt schon wieder blau. Mehr Bären kannst du nicht drängen. Ich hab alle. Nee, es fehlt eine schwarze. Shit. Ich habe zu viele Bären und habe eine schwarze zu wenig. Erstmal brüllen. Eine fehlt. Eine schwarze fehlt. Und los geht's. Yeah. Wow, 6 Punkte mehr.